Ich bin Elisabeth Seelmann-Kriegel, die Leiterin der Schule von der Zweierschule, Volksschule Max Klann 2. Wir stehen in traumhaften Räumen hier in unserer Nachmittagsbetreuung, die jetzt ganz neu eröffnet wird. Und dieser Multifunktionsraum soll den Kindern bieten, dass sie einfach viel Platz haben, sich austoben können, sich aber auch mit Lego, mit Bausteinen ruhige Spiele durchführen können. Sie können basteln, sie dürfen auch, später kommt noch eine Kletterwand und ein Boxständer, wo sie sich auch richtig austoben dürfen. Ein ganz großer Magnet ist natürlich das Tischfußball und das Airhockey, das gefällt den Kindern besonders gut. Im Speisesaal neu ist die Buffetform, die wir haben. Das Essen wird ja in Dampfgarern aufgewärmt und kommt dann heraus ins Buffet. Die Kinder holen sich selbstständig das Essen. Natürlich wird teilweise noch mitgeholfen, aber sie dürfen sich selber entscheiden, wie viel nehme ich mir, wie viel gebe ich auf meinem Teller, wie viel kann ich essen. So wollen wir einfach den Kindern lernen, dass sie selbst entscheiden, was möchte ich mir nehmen und wie viel esse ich, wie viel Hunger habe ich. Ja, wir haben vor 5 Jahren begonnen, hier die Nachmittagsbetreuung, die Pläne des Ausbaus. Das war alles sehr beengt, das war in einer Hausmeisterwohnung, sowohl in der Schule 1 als auch 2. Mit dieser Baumaßnahme sind diese Schulen auch eng aneinander gewachsen, arbeiten auch gemeinsam zusammen und wir haben jetzt hier mit viel Holz eine moderne Nachmittagsbetreuung gestaltet, die auch die Richtung für die anderen Schulen vorgibt. Also ich bin die Katharina und mir gefallen die Räume sehr gut, weil sie sind einfach schön und man hat auch sehr viel Platz. Ich bin die Ines und mir gefällt die GTS so, weil es viel größer ist als vorher, weil da hatten wir so wenig Platz und jetzt haben wir auch viele mehr Spielsachen. Die sind richtig gut und die sind einfach nur super und das gefällt mir sehr. Und man kann richtig gut spielen und das freut alle Kinder. Die neue GTS ist sehr cool, gefällt mir, dass wir auch so Essen selber holen können und so. Und also, ja, es gefällt mir sehr.